Beim letzten Part hatten wir, der nicht aufgenommen wurde, unseren absoluten Endkampf gegen den Giganotosaurus geführt und diesen Stegoceratops hier triumphieren lassen. Heute gehen wir weiter und richten unser neues Gehege ein, mit der Hoffnung, dass es genauso viel Erfolg bringen wird wie auch die anderen. So, damit fangen wir einfach mal an. Und wir machen das folgendermaßen. Hier kommt eine Hatchery hin. Solange das nicht verbaut ist. Nö, es funktioniert aber perfekt. Jetzt haben wir zwar irgendwie keinen Strom. Hat aber auch gute Gründe. Derweil bauen wir den Weg so ein bisschen so um unsere Ranger so drumherum. Dann haben wir... So, jetzt will ich aber mal gucken, welcher der Zäune... Kein Strom hat. Keiner der Zäune hat keinen Strom, aber... Aber das hier hat keinen Strom. Dann werden wir jetzt folgendes machen. Wir haben hier ein mittleres Kraftwerk 1 und wir haben ein kleines Kraftwerk. Ich frage mich, ob wir noch Platz haben. Oh, lässt die aber so laut sein müssen. So. Jetzt ist zwar hier überall der Strom ausgefallen. Hat auch einen guten Grund. Weiß nicht, ob der Große hier hinpasst. Nö. Da müssen wir auf den Großen verzichten und machen gleich mal den Mittleren dahin. Wenn da nicht diese scheiß Terra-Beschränkungen wären. Oh, ich hasse die. Verbaut. Da war's. Klappt. Verbinden wir mit dem. So, da dürfte es gleich wieder in Ordnung sein. So, währenddessen werden wir uns mal überlegen, was wir noch alles hier hinbauen. Und zwar das Ding. So. Und so einen Beobachtungsturm können wir auch wieder hinbauen. Werden wir aber nicht viel Nutze davon haben, wenn wir das so hinbauen. Deswegen bauen wir das hier hin. Und dann versuchen wir noch einen dahin zu bauen. Das ergänzt dann sozusagen die andere Seite. Etwas so, dass wir auch davon was haben. Müssen wir aber auch ein bisschen aufpassen, dass wir auch den Platz haben. Ah, den haben wir. Der erste Weg ist erstmal nicht verbunden. Der zweite ist es auch nicht. Und der dritte sowieso nicht. Ja, das ist ein Finger. Ist eine Fühlsache. So, dann bauen wir hier hin. Festzustellen, ist alles verbaut. So, dann ist hier alles in Ordnung. Und da alles in Ordnung. Wieso bist du nicht verbunden? No. So wollte ich das auch nicht. So wollte ich das. Zufrieden. Dankeschön. Da haben wir jetzt nämlich hier eine Beobachtungsstelle. Ein kleines Wasserloch haben wir sowieso schon. Da werden wir die Landschaft mal ein bisschen gestalten. Da haben wir nämlich die hundertprozentige Zufriedenheit von den Zuschauern, weil, wenn man sich nämlich jetzt mal die Sichtbarkeit anschauen, ist das gesamte Gehege abgedeckt. So.
Das heißt, wir können sowohl hier als auch vor den Gebäuden hier so ein großes Ding hinbauen. Und wir können hier eine Ziege hinmachen. Okay. Nachdem wir das geschafft haben, werden wir uns einfach mal dem nächsten Forschungsziel widmen. Und zwar ist es dieses Mal wieder hier drin. Was ist es? Was ist es? Also erstmal forschen wir das und das und das. Wird zwar jetzt eine Minute dauern, beziehungsweise 2 Minuten. Aber das Geld stecken wir gerne rein. Und es ist auch dafür nötig, um später mal bessere modifizierte Dinosaurier zu machen, vor allem auch in Sandbox-Modus, wo man dann noch mal alles ganz genau auf den Zahn fühlen werden, beziehungsweise mal gucken, wie wir das hier alles verändern können. Bin ich sogar am meisten gespannt da. Denn bisher habe ich das zwar einmal angewendet, aber in deinen 1.0 Genom ist natürlich nicht sehr viel zu sehen. Deswegen machen wir einfach hier weiter. So wie bisher. So. Das nächste ist das Spinoraptor Genom. Wir erforschen es und machen den Hybriden daraus. So lange kann die Ziege hier frei laufen und wir können hier noch ein Tor hinbauen. Genau, so macht man das. So wie es aussieht, haben wir jetzt aber dieses Spinoraptor genommen. Werden wir noch das andere Zeug hier mit erforschen, wie zum Beispiel den Narwal. Der hat nämlich eine 3.0. Und ich wette, wenn wir das alles durch haben, Ein kommt das dann. Spinoraptor? Spinoraptor? Das wird sicher interessant. Oh, die wollen gleich, dass ich eine Bewertung von 400 hier erschaffe. Da hau ich nämlich mal die Erfolgsrate 4.0 rein. Nein! Ich mach das schon wieder so einen Kack. So, dann werden wir aber mal die verbesserte Leistung 3.0 reinhauen. Dann noch ein Ausfallschutz 3.0. Und noch mehr reduzierte Unterhaltungskosten 3.0. So, inzwischen haben wir jetzt die schnelle Stressreaktion. Vielleicht brauchen wir diese auch. Wir können nie wissen. So. Spinoraptor 4.0 habe ich reingehauen. Da haben wir den guten. 400, genau. Scheiß Zahlen, ich hasse Mathe. Die Bewertung ist bisher auf 218. Ich hoffe, wir werden damit auch keine großen Probleme haben. Wir werden erstmal einen Standard machen. Warte mal, das hat nicht mit der Bewertung zu tun. Hier ist die Bewertung am höchsten, 262. So, werden wir erstmal die Standard machen und mal gucken, wie weit wir damit kommen. 305. 305 ist das Beste bisher. Also Steinböcke kann man reinhauen. Wir haben schon fast geschafft. 436. Ich glaube, darauf lassen wir das jetzt auch. Machen wir mal 2 zur Sicherheit. Oh, scheiße, sind die teuer. Scheiße, sind die teuer. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so teuer sind. Gott. Ich hatte gerade mal so ganz wenig Millionen.
Okay. Dass die so teuer sind, war mir nicht bewusst. Was ist hier dein Problem? Dino-Schmaus. Die haben immerhin ein paar Gäste. Ein paar ist aber nicht die Welt. Die Stegoceratops sind wie geplant in dem Gehege untergekommen, was ich für die erweitert habe. Und das Gehege, was vorher die Kampfarena war, das ist jetzt dann das Gehege für die Spinoraptoren. Und schon werden die Dinosaurier wieder nass. Seht euch das mal an, wie das aussieht, wenn das Wasser von leeren Knochenplatten abtröpfelt. Das ist Kunst. Irgendwie habe ich das Gefühl, nee, das kommt mir nur so vor, weil Rot lässt nämlich die Knochenplatten größer erscheinen als Gelb oder umgekehrt. Aber es ist nur eine Frage des Winkels. So. Jetzt ist allerdings die Frage, wie erschaffen wir einen Spinoraptor? Ganz einfach, man nimmt die Genome eines Spinosaurus und eines Velociraptors, kombiniert sie zusammen und bekommt dann dieses Wesen, was jetzt schon 25% hat, aber eine Weile dauern wird. Bis dahin, bis gleich. Geht das nur mir so oder wirkt das ein bisschen diesig? Also jetzt nicht mehr, aber eben was diesig. Ist das ein Berg, wo man bauen kann? Nö. Da ist schon die Grenze, aber wirklich die Insel hier ist nach Isla Pena. Die Insel der Pein, glaube ich, war das. Wirklich die kleinste Fläche. Es ist aber auch kein Wunder, weil wir brauchen auch nicht viel. Und manchmal lohnt es sich eben mehr, wie man hier sieht, diesen Tower so hinzubauen, dass die Besucher eben auch die Dinosaurier sehen können. Bei Nachfrage gucken die dann nämlich immer wieder gern mal hier rein. Und das macht sich dann bezahlt. Oh, shit. Das sind einige Läden. Scheiße. So wie es aussieht, ist nicht gut. Dann werde ich das mal ersetzen. Vielleicht durch ein richtiges Fastfood-Restaurant. Aber ich glaube, das ist einfach nur einfach zu nah aneinander. Ich finde, sie gäbe es nicht. Da ist es aber auch gleich mit dem Weg verbunden. Dann werden wir uns aber hier rum kümmern. Das ist nämlich das andere Restaurant. Das macht so viel Wappen. Ich verkaufe damit einen Giganotus-Steak für 42. Das ist doch ein bisschen zu viel. Das ist allgemein ein bisschen kacke. Vielleicht wäre diese Position hier, wo ich das eine Restaurant hinbaue, doch besser. Und wir sollten das vielleicht durch eine Bowlingbahn ersetzen. Das haben wir vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle. Hoffe ich zumindest. Manche Gebäude verdienen aber Scheiße. Da bin ich jetzt mal ehrlich. Die Gebäude sollen niemals Kinder kriegen. Mal sehen, wie weit wir hier Gebäude hinbauen können. Wo Spielzeugladen hinkommt. Kann ich ja da auch noch so ein Restaurant hinsetzen. Muss man erstmal finden, ja. Aber wir finden nichts. Außer Terrarbeschränkungen. Ich hasse euch. Alle.
Alles klar. So wie es aussieht, ist der Souvenirladen hier scheiße. Der war aber mal besser. Deswegen werden wir das hier abreißen und mal durch was Schöneres ersetzen. Wenn die keinen Souvenirladen wollen, dann wollen sie sicher so ein Spielzeuggeschäft. Toys R Us. Wir müssen das einfach mal in Beobachtung halten. Oder das hier hinkriegen, miteinander zu verkuppeln. So dass hier ohne Probleme sowas eben entstehen kann. Es ist eben auch nicht sehr gut, wenn man einfach nur darauf kommt, das Gebäude einfach so hinzubauen. Wir brauchen eine gewisse Infrastruktur. Das Ding ist aber, die Besucher wollen alle auch keine Meile haben. Und so wie es aussieht, ist unser erster Spinoraptor, ich wollte schon Indoraptor sagen, fertig. Ich glaube, wir lassen ihn erstmal frei. Das ist ja geil. Sozial sind sie auch noch. Ich mag die Richtung, in die wir mit dieser Kreuzung gehen. Das könnte unser bislang wichtigstes Tier werden. Anfrage bestätigt. So, solange bis der andere fertig ist, betäube ich den erstmal nicht, dass er gleich die Zäune einreißt. Sorgen die dafür, dass die Kreuzung sicher untergebracht ist, betäuben sie, falls nötig. Oh, cool, er kann Gedanken lesen. Das habe ich nämlich jetzt erst gelesen. Oh nein! What? Was zum... Was ist das denn? Hören Sie gut zu. Eine Krise bahnt sich an. Und wir müssen den Schaden so schnell wie möglich minimieren. Unsere Betäubungsschüsse zeigen gegen den Spinoraptor keine Wirkung. Nutzen wir stattdessen einige unserer Saurier. Halten Sie das Ding auf. Schnell. Stoppen Sie es. Alter! Ist das deren Ernst? Der hat mit einem einzigen Schlag den Zaun eingerissen. Nein! Nein! Nicht unsere Wissenschaftler töten! Aus! Aus! Das kann nur Manipulation sein. So stark sind die Dinosaurier doch eigentlich gar nicht. Das ist so viel mit Superkräften. Ich muss Dinosaurier. Toll, aber wie? Was könnte ich denn da nehmen? Gepanzert und gepanzert sind sie kämpfen, das ist ja gut. Oh, shit. Das ist scheiße. Muss ich jetzt wirklich einen Giganotus oder so was ähnliches erschaffen? Und da pushen mit einer aus. 4.0. Ich wollte 4.0 reinhauen. Alles klar. Wenn wir keine andere Wahl haben, müssen wir wirklich einen... Oh, was können wir einsetzen? Noch probieren. Aber wir haben kein Geld dafür. Alter, was sollen wir tun? Dr. Wu, helfen Sie mir!